Moin, Mann, hallo! Blabber, der war sie und Thomas driftet erstmal im Schnee. Fast nämlich rein. Ich bin aber nicht umgefallen. Und wir sehen hier noch einen riesigen Weihnachtsbaum. Und das Ding ist, dass wir halt eigentlich am 25. schon aufnehmen wollten im Schnee. Aber dann kam halt die DDoS-Attacke. Und der Scheiß. Dann war das ganze PSN down und so. Und jetzt habe ich vorhin gelesen, dass einer der Lizard Squad-Mitglieder in England festgenommen wurde. Actionrolle. Was ich gerne machen würde jetzt, ist ein Laden ausrauben, nur mit Schneebällen. Oder nicht? Keine Ahnung. Wieso keine Ahnung? Das nicht gerade vollhängen. Merti war doch nicht. Oh mein Gott. Oh, einfach mal Motorhaube. Oh. Au. Das sieht voll komisch aus als First Person, ey. Rein da, rein da, rein da. Warte. Ah, wo ist denn der nächste? Hier. Let's rob that. Dann habe ich gleich noch ein ganz interessantes Rennen. Das ist aber auch mehr Glück als Verstand, das zu gewinnen. Vor allem bei Schnee. Ja, vor allem bei Schnee. Boah, ist ja gerade alles zugenebelt. Der Baddy fährt ja zu einem Store. Und da werde ich mal testen, ob man den mit Schneebällen bedrohen kann, den Typen. Wolltest du das nochmal sagen, was wir machen? Ja, ich wollte es nur nochmal betonen. Ich weiß nur nicht, ob man das mit den Schneebällen wirklich machen kann. Ja, aber sag's ruhig nochmal. Okay, wir fahren zu einem Store und versuchen den auszurauben. Mit Schneebällen. Kind of magic. Liebesstupser. Und wer die flieht einfach nur ab. Fluchtwagen. Fluchtwagen. Okay, hello. Oh nein. Da. Give me the money. Also irgendwie reagiert er nicht. Ja, der rennt weg. Hinab. Bitch, give me the money. Money, 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 money. Money, money, money. Ah, jetzt ist getroffen, du Bitch. Und jetzt habe ich ihn kaputt geschlagen. Der hat nicht reagiert. Da liegt irgendwas. Schneebälle. Oh. Hey, ich hab kein Geld. Oh, ja. Bräuchte man einen Fluchtwagen? Ich komme nicht raus. Hier ist keiner. Der fucking Stuhl steht im Weg. Ich komme nicht raus. Kacke. Aha, tschüss. Nein! Stuhl, verpiss dich. Okay. Polizei, sind wir schon da. Berti! Zeig deine Fahrkünste. Au, oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Aber ich habe Berti noch 3 Sterne beschert. Okay. Was? 3? Der Typ wollte mir kein Geld geben, war nicht gerade beeindruckt von den Schneebällen. Mano. Oh, da kommt ein Heli. Oh shit. Wo ist Thomas denn abgehauen? Weg. Weg! Du hast ja voll ewig gebraucht. Was? Du hast ja voll ewig gebraucht, da war die Polizei schon vor der Tür. Hast du kugelsichere Reifen? Ja. Gut, dann müsste das eigentlich nichts ausgemacht haben. Da lagern nämlich Nagel, Bänder oder Bretter, je nachdem, weiß ich nicht. Ist er tot? Ja, wahrscheinlich. Er hupt auf jeden Fall. Möp! Aus dem Weg. Oh, ich habe gerade
von Darakim eine Einladung bekommen zu Chop Chop. Ich Chop auch. Chop. Wollen wir da mitmachen? Ja, können wir. Okay, let's go. Cool, jetzt bist du rausgegangen, da habe ich keine Sterne mehr. Was? Ja, du bist in den Job gegangen, zack, waren meine 3 Sterne weg. Ich hab aber auch keine Darakim! Du warst noch eingeladen, aber es wird schon. Nico wurde auch eingeladen. Nein! Wow. Schnell, Thomas, bevor mein Bruder da reinkommt! Puh. Blieb, blieb, Puh. Blieb, 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 oh. Close, close. Ja, ich sollte mich gleich vielleicht echt mal umziehen. Ist ein bisschen kalt ja, im Schnee. Ja, ist mega dumm, ey. Das war voll die Scheißidee von dir, Alter. Ja. Mal nackig anziehen. Bestätigung von Betty, ja. Das ist, ja. Das war auch nicht witzig oder so. Mhm. Ich finde, Thomas könnte sich aber auch mal einen Schal umtun. Ey, ich bin so eiskalt. Oh, oh shit. Aber der Raki fährt hier noch mit Mini-Cabrio rum. Au! Hast mir die Tür vor in Nase gehauen, ey. Go! Das wäre mega weit weg. Hat sich ja richtig gelohnt, ins Auto zu steigen. Ja, gelohnt hat sich. Oh. Da sind bestimmt voll viele Gegner aus. Ja, mega viele Gegner aus. Ja, well, let's go. Es fröstelt mich. Ach, die Mission, wo man da oben wieder in dem Raum da ist mit den Shotguns, oder? Mhm. Ja. Und es explodiert auf mich rum. Töten. Das bringt gar nichts. Stecken. Was? Ja, was bringt nichts? Mein. Ne? Gut, dass der Laptop nicht kaputt gehen kann. Wer ballert denn da rein? Oh, hinter mir, oh mein Gott. Ja, den habe ich auch gerade gemerkt. Und jetzt muss ich mich hier mal eben kurz ein paar Minuten. Also am besten alle mit in einen Raum kommen da oben. Ja, warte mal. Ich hacke. Ja, wir können ja eben noch warten, bis er sein Leben wieder generiert hat und dann ganz anfangen zu hacken. Generiert hat? Regeneriert hat, ja, er kann sich Leben generieren. Ja, ich habe einen Lebensgenerator. Ein Leben generieren. Ja, Darakim will nicht, er hat schon einen Buzzard. Okay, komm hier rein. Ja, hey Betty, was geht? Am besten gehst du da nicht hin, da will ich nämlich eigentlich hinschießen in die Richtung, wenn die reinkommen. Ja, da wollte ich auch gar nicht hin. Chop, chop. Aber ich glaube, der Rakim räumt draußen ein bisschen auf. Ja, ich muss ja drin bleiben. Ja, wäre nicht schlecht. Bam! Ich wusste nicht, dass man schon früher in den Chopper einsteigen kann. Kann man uns das eigentlich noch... Ist es ja auch nie aus. Ich stehe da ja auch, das... Warum sollte das nicht gehen? Nee, also nicht. Und da oben Ecke steht noch einer. Ja, ich glaube, es ist safe. Oh Gott. Thomas, schau jetzt mal. Okay, ich flieg bei der Rakimet. Wollt ihr euch einen Chopper? So. Ja, Thomas wartet eben auf und was macht weiter! Njo. Nicht in Rotor laufen. Oh, man sieht auch mega viel bei dem ganzen Schnee. Microphone muted. Ja, funktioniert. Gut.
Was muss ich jetzt machen? Bei mir auf der Karte so. Microphone activated. Microphone muted. Mary wäre so Außenposten fliegen. Gott. Was ist bei dir auf der Karte? Schnee oder was? Ja, nee, da sehen Thomas, Achel, Microphone activated. Und der Rakim. Der Rakim! Aus wie so eine Schneeflocke, so mit den zwei Helikopterzeichen übereinander. Also mein Bruder kommt ja gleich in TS, labert aber nicht, ne? Also der macht sich dann stumm. Ja, weil Achim angepisst ist und heute nicht zocken möchte, muss er für den einen Job einspringen, für die Schneeballschlacht. Da brauchen wir einen vierten Mann. Das wäre halt ein bisschen unfair. Hier wird alles weggebombt, Junge. Ja, die Ficker haben Lenkraketen. Einer ist da noch. Wo ist er? Da. Bam! Das Helikopter-Squadron hier. Du. Guck mal, eine Sternschnuppe. Oh, was wünschst du dir denn? Aber nicht sagen. Hm? Was wünschst du dir denn? Ja, ich weiß. Nicht sagen. Die haben brillante Aussage. Wie ich weiß. Unglaublich. Die große Karte bringt eigentlich gar nichts mehr. Du siehst mir auf der kleinen, wenn die so schräg ist. Stimmt. That's true. Wie ist das langsam? Keine Ahnung, was der Rakim gerade macht. Chillt hier so ein bisschen in der Luft. Ah, der holt sich hier links den, ganz links den Punkt. Das Auto. Ach nee, den Chopper. Das sind zwei Chopper. Der ist nicht tot, Arakim. Jetzt. Mega cool aus, wenn von allen Seiten da drauf geschossen wird mit den Raketen. Bam! Wer hat hier das erwischt? Nö. Ich glaube, deine Methode ist effektiver. Leicht effektiver. Ja. MG gegen Raketen. Ja, hat ganz in Ordnung Cash gegeben. Da gibt's Schlechteres. Wer den Pfennig nicht ehrt. Oh. Was ist los mit dir, oder? Ups. Ich hab auch unten rechts nicht. Ich hab das schon. Go. Aber kann man trotzdem fahren. Ring dabei, of Fire. Ist er dabei. The Ring of Fire. Die Babelili, die Skibbeli, du. I'm the scat man. Ah, wie viel hast du denn gepennt, Thomas? Wie lange? Keine Ahnung. Bin ich aufgestanden, 12:30 oder so? Ja, kommt bei mir. Ja, ich bin ja noch ein Stückchen eher. Also so 6 Stunden Schlaf. Oh, Oracle, yeah! Genau dafür habe ich mir den Oracle gekauft. Ah.
Hast du gerade einen Formel-1-Wagen nachgemacht? Was? So hat sich das angehört. Ich hab einfach nur gegähnt. Ja, Formel-1-Scanner bist du. Das wohl rauskommt. Was rauskommt? Formula Uno. Ja, das ist die große Frage. Ey, jetzt bin ich gerade auf Thomas gewesen, hat er mir erstmal einen Springer gezeigt. Und womit? Mit Recht. Boah, ist voll dreckig, mein Auto. Meiner auch. Voll mit Schnee und so, aber mein richtiges Auto auch. Den Effekt halt im Sand und so zu kriegen, ist mega schwer. Den Effekt was? Aua! Berti, liebe Stupser. Ja, ich hab gedacht, das andere Auto da fährt auch. Alter, hier muss man jetzt übel aufpassen. Boah, da ist schon einer eine Bande. Thomas ist erster, wa? Oh mein Berti! Gott, der Bremsweg! Ich muss hier auf Kurve! Ja, ich hab ja versucht zu bremsen und zu lenken, aber das hat beides nicht geklappt. Ja, du hast voll den Umweg gemacht. Oh mein Gott, ey. Mit dem Oracle rutscht er so schon auf dem normalen Asphalt, aber bei Schnee, krasser Scheiß. Ja, so aber noch nicht Monroe-Level. Traue mich gar nicht schneller zu fahren, weil ich dann Thomas wegkegel. Boah, dahinter. Oh, oh, beide angestupst. Auswand. Ah, der Rakim ist hinter mir. Nietzsche. Was hat denn der für einen Wagen? Ocelot oder wie heißt er? Grün. Grüner Wagen. So ungefähr. Oh, Kurve, bremsen. It's cold. Ab hier. Oh Gott. Alter, ja, auf dem Schnee ist das echt heavy shit. Ja, du musst rechtzeitig bremsen. Und auch, du darfst auch nicht zu stark einlenken, ey. Alter! Aua! Wie viele Runden waren das? Zwei? Keine Ahnung. Hoffentlich mehr. Und damit du auf eine bessere Position kommst? Damit ich noch wieder an Thomas und Ritter. Wieso macht man denn den Verkehr an bei so einer Scheiße? Ja. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Der hat mich nämlich gerade zwei Plätze gekotzt. Hier seine zwei Plätze. Mich kostet auch gerade einen Platz. Nein! Ey! Das war nicht absichtlich. Mann! Das ist Schnee, da muss man bremsen! Ja, erstmal ein paar Schnecken für mich. Das ist nee, kaufst du selber. Dass das vielleicht ein bisschen besser klappt. Ich hatte noch die Sommerreifen drauf, tut mir leid. Ja, der Schneefall war so plötzlich, wa? Ja. Unglaublich, wem bremse ich, kommt da hinten. Bam, und donner mich da gegen die Wand, ey. Ups. Was jetzt hier hoppla. Ja, keine ja. Ahnung, das war nur ein Rennen zwischen uns vier. Ja. Nein, die sind auch mitgefahren. Das sind reale Positionen, die mich nicht geschlagen haben. Ja. Ich bin nicht letzter. Du bist besser als die beiden. Ja, ich bin wenigstens losgefahren. Und ins Ziel gekommen. Hurra, ein Weltrekord, ey. Da glaube ich nicht dran. Ich auch nicht. Also wer im Schnee-Weltrekord fährt. Mit dem Auto. Ja. Hat mega dreckig, ey. So, jetzt habe ich mir mehr Mühe gegeben. Endlich mal die richtige Taste zu treffen, oder was? Ja, nicht einfach irgendwas zu drücken. Wer die. Ja, du fühlst dich nur zu pink hingezogen. Ja, du bist ja nur Viereck. Oben rechts die Mission? Keine Ahnung.
aus. Der Rakim! Was? Rechts hätten wir auch machen können. Ja, das. Raclette, Junge! Aber. Raclette. Raclette, Sitz! Ja, so nenne ich mal. Das wäre viel cooler gewesen Mund. Als Job, als der Name für den. Raclette, the Dog!